Ja, reingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Shane & Echoes mit mir, dem Sherby. Da sind wir wieder hier in der 63. Folge und mir ist was eingefallen. Man kann ja hier die Weltkarte öffnen. Und da unten sehen wir einen großen, großen Marker mit einem Stern. Das ist unsere Hauptquest. Das heißt doch, die Prinzessin Amalia, die wir retten wollen, die ist tatsächlich in Farnsport. Farnsport der tanzenden Stadt. Da würde ich sagen, beamen wir uns mal hin und gucken mal, was wir da so Schönes tun müssen. Und ich würde, glaube ich, einfach mal hier direkt zu dem Kristall gehen. Das muss reichen. Da sind wir. Und jetzt müssen wir hier noch irgendwie die Prinzessin retten. Und hier stehen neue Leute zum Quatschen, sehe ich gerade. Ich kann dir nichts verkaufen. Ich brauche das alles für mich selbst. War Farnsport nicht so fröhlich und überall treiben und sonst was und irgendwie hängen da jetzt Leute. Was zur Hölle ist hier geschehen? Die Musik hat sich auch völlig verändert. Okay, hier geht's wirklich rein, das ist der Haupteingang. Was ist hier passiert? Siehst du den Mann, der dort hängt? Das ist mein Gatte, der ein Laib Brot für unser Kind gestohlen hatte. Alter. Was ist denn hier passiert? Das ist ja... Was ist denn mit Farnsport passiert? Das war so eine fröhliche, sich bunt treibende Stadt. Wenig Verbrechen, alles schön und die tanzende Stadt und... Okay... Was siehst du? Beweg dich oder ich werfe dich in einen Kerker. Nette Wachen. Ach je. Was ist hier nur passiert? Geht's wieder raus. Wir wollen aber in der Stadt bleiben. Ich bin gerade so ein bisschen schockiert. Das war irgendwie so die tollste, schönste Stadt hier im Spiel. Und plötzlich ist hier nur noch Ghetto und Militärdiktatur. Oder sowas nach dem Motto. Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Zumindest nicht bis mir... Was? Zumindest nicht mit diesen Soldaten auf Patrouille. Okay. Ich habe genug Vorräte für eine weitere Woche. Prinzessin Amalia und der Widerstand werden unsere Stadt bestimmt befreien. Ich glaube, es gab hier einen Militärputsch, ne? Es gab hier scheinbar eine Art Putsch des Militärs. Haben ja alles übernommen. Und jetzt... ist ja alles nur noch elendig. Da können wir auch weiter, aber ich gehe erstmal hier wieder in den Gang rein. Der dicke Fahrkartenkontrolleur. Da ist auch nichts weiter los. Oh je, was ist denn hier passiert? Er hat es ein bisschen schockiert, ich muss es ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen schockiert. Okay, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, in den unteren Stadtteil. Halte mich jetzt erstmal hier auf. Muss mir erstmal nochmal alles wieder angucken, was hier los ist, ne? Nicht trödeln, beweg deinen Arsch oder möchtest du dich in den Leuten auf der Mauer anschließen? Na gut, Alter. Was ist denn los mit denen hier? Vögelchen sind hier noch. Der Müll lag da, glaube ich, vorher schon drin, wenn ich mich recht entsinne. Die Händler flohen aus der Stadt, sobald die feindlichen Soldaten einmarschierten. Jetzt gibt es keine Schiffe mehr, mit denen wir diesen verkommenen Ort entfliehen können. Ja, ist nur noch der Landweg da, ne? Obwohl, hier ist noch ein Schiff, aber ich glaube, das ist unter militärischer Gewalt. Also sind das hier die Soldaten Tormunds oder was ist hier passiert? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden gerade tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, weil Tormund hat ja zuletzt noch Krieg geführt. Die scheinen hier die Stadt überrannt zu haben. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter lang. Mein Hass auf Escania sitzt tief. Aber nachdem ich all die Leichen gesehen habe, spüre ich kein Verlangen nach Rache mehr. Was tun wir Menschen überhaupt? Sich von Herrschenden befehlen lassen, einen Krieg zu ziehen? Zu deren Einflusssphären und deren Wohl. Das ist, glaube ich, die Kurzfassung. Ach, guck mal, hier ist auch so ein Wesen, das kennen wir noch gar nicht. Ist so ein Känguru, ein bisschen. Sieht auf jeden Fall auch nicht glücklich aus. Oje, wer ist denn hier? Schwer verletzt am Kopf, wenn ich das richtig sehe. Verbunden. Bitte, Prinzessin Amalia, rette uns.
Dame in dieser Hütte kümmert sich nicht nur um unsere Kranken und Verwundeten, sondern auch um Hüllen. In Hüllen zu helfen macht keinen Sinn, wenn du mich fragst. Nichts kann sie von ihrem Schicksal bewahren. Abgesehen davon ist sie auch eine Wahrsagerin. Welch seltsame Kombination. Was sind denn die Hüllen? Die Hüllen kennen wir noch nicht. Habe ich noch nichts bisher von gehört. Sind das die Hüllen, die da überall rumliegen? Menschen zu helfen ist meine Passion. Das gehört zu einem Alltagshelden. Alana? Alana, die Krankenschwester mit spinatgrünen Haaren. Sehe ich das richtig, dass denen die Augen fehlen? Also sind das die sogenannten Hüllen? Die haben alle eine Glatze. Haben die überhaupt noch Ohren? Ja, was haben die denen angetan? Was für eine Barbarei hat hier stattgefunden? Die sitzen auch nur noch so ganz träge da rum. Die bewegen sich auch gar nicht mehr und nichts, ne? Ey, ich spreche mal mit der Frau hier vorne. Magnolia heißt sie. Oh, das ist eine coole Zauberin hier. Guckt euch die mal an hier. Leider nehmen wir niemanden mehr auf. Ja, das wollen wir auch gar nicht. Ich bin nicht in der Stimmung für... Eigentlich bin ich für gar nichts mehr in der Stimmung. Okay, also viel reden können wir nicht mit ihr. Ich glaube, die Höhlen, das sind hier tatsächlich die Menschen, denen da Augen und ich weiß nicht, was noch genommen worden sind. Was zur Hölle? Und überall die ganzen Gehängten hier. Dutzende, mindestens. Mindestens Dutzende Menschen wurden hier gehangen. So, da nach links ist die Hauptquest, da geht's dann weiter, aber ich will mich erst noch umgucken. Diesen ganzen Schrecken hier erblicken. Mich hier erstmal umschauen und schauen, ob wir hier noch Leuten helfen können. Überblick über die Lage hier verschaffen. Hier ist noch eine Frau. Ich habe Angst. Das glaube ich dir. Da hätte ich auch Angst, du. Wenn da solche Mächte hier am Werk sind und hier dutzendfach Leute einfach ermorden, weil sie doof sind. Hier waren wir auch schon. Okay, ich glaube, Farnsworth haben wir auch gut abgesucht. Damals schon, als wir hier waren, als es noch die tanzende Stadt war. Nicht für die schweigende Stadt. Der Titel würde gerade sehr gut passen hier. Ach, ich habe einen Weg gefunden, Geld zu verdienen. Dann verliere ich eben ein oder zwei Gliedmaßen. Okay. Klingt irgendwie auch nicht so gesund. Hey, willst du etwas Fleisch kaufen? Die Frau hat gerade noch erzählt davon, dass sie den Weg gefunden hat, Geld zu verdienen, dass sie ruhig halt Gliedmaßen verliert. Der Typ spricht mich an, ob ich Fleisch kaufen will. Ich sehe da eine gewisse Verbindung. Was zur Hölle? Ja. Es ist frisch, aber tu dir selbst einen Gefallen und frag nicht, von welchem Tier es stammt. Ich glaube, ich weiß, von welchem Tier es stammt. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht so weiter wissen. Also ich kenne das ja tatsächlich noch von Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Von meiner Oma und so weiter, oder Urgroßoma genauer gesagt. Urgroßmutter. Gab es da viele Frauen, die haben sich die Finger abgeschnitten. Die haben sich die Finger abgeschnitten. Teilen, auch Zehen und so. Haben davon das Fleisch abgemacht. Und das ihren Kindern zu essen gegeben. Weil es gab nichts. Gab nichts. Die hatten alle plötzlich keine Finger mehr. Und die war selber noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Hat sich gefragt, was hier los ist. Und dann hat sie das halt irgendwann verstanden. Okay, das ist echt das Fleisch von den Müttern. Die haben sich selbst die Finger abgeschnitten, um ihren Kindern irgendwie was zu essen zu geben. Also das muss man sich erstmal vorstellen, was für ein Elend das dann sein muss. Wenn du so verzweifelt bist. Ne? Das bedeutet, es ist ein Krieg zu verlieren. Wenn Tarin verloren hätte, würde es in Torment nicht anders aussehen. Glaube mir. Die meisten Leute schließen sich zu Hause ein. Ja, das glaube ich wohl. Kann gefährlich sein, Soldaten aus Tarin zu begegnen. Selbst wenn du kein Verbrechen begangen hast. Herr Vector, ihr seid immer noch hier in Farnsworth?
Ja, als Clan müssen wir uns hier um einiges kümmern. Als Clan, Sagt mal, könnt ihr zufällig einen Schmied in euren Reihen gebrauchen? Hast du deine Arbeit hier satt? Ich habe meinen neuen Arbeitgeber satt. Ich will keine Schwerter schmieden, mit denen meine eigenen Landsleute niedergemetzelt werden. Ja, ich verstehe. Gut, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Du und auch deine Frau natürlich. Ihr seid zu gütig. Vielen Dank. Wir packen gleich unsere Sachen. Und deinem Schatz hier dem Clan beigetreten oder ist dem Clan beigetreten. Okay. Der Schmied verlässt also auch die Stadt. So ruiniert man übrigens auch eine Stadt auch mit Terror. Immer ein gutes Mittel. Wenn man die gesamte Stadt kaputt machen will, weil dann gehen die Händler, dann gehen die Leute, dann gehen die Fachleute. Ist nachher auch nichts mehr da. Okay. Das Geschäft ist auch verlassen. Hier ist noch so ein Zipfel, da ist aber auch nicht mehr viel. Wo geht es denn hier noch weiter? Wir könnten hier, glaube ich, irgendwie noch nach oben. Aber nicht hier, dann müssen wir immer runterlaufen. In den oberen Bereich der Stadt. Hier ist der große Marktplatz gewesen. Was davon übrig ist, ne? Sehr, könnt ihr eine Münze entbehren? Ja, würden wir wohl. Also würde ich ihm gerne geben, wenn ich das könnte. Bestand immer die Möglichkeit, dass wir diesen Krieg gegen Tarin verlieren könnten. Ich dachte immer, dass sie eines Tages diese Stadt erobern würden. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie die tanzende Stadt jemals vom Tanzen abhalten würden. Der Wille des Volkes ist gebrochen. Oje, oje. Was ist hier los? Wirst du desertieren, Soldat? Hast du vergessen, was diese Eskanier deiner Familie in Aiden angetan haben? Sie zeigten auch keine Gnade. Okay. Oh. Dieser eine Händler hier, ne? Der hier so als Fisch, dieser Fischhändler. Er ist auch nicht mehr. Da liegt das Skelett von ihm. Der ist wohl vertrocknet. Der musste ja irgendwie immer nass gehalten werden, ne? Also wahrscheinlich dann zum Verhängnis geworden. Na je. Gehen mal weiter. Und viel zerstört oder so ist hier nicht, ne? Aber es hier ist einfach wahnsinnig viel kaputt und so, ne? Hier ist übrigens noch so eine Statue. Das müssen wir uns merken. Aber an die Kanalisation will ich jetzt gerade eigentlich gerade gar nicht. Das da oben weiß ich gerade gar nicht, was das alles ist. Das gehört scheinbar auch zur Stadt, aber irgendwie zum anderen Teil. Dann würde ich sonst so langsam mal. Mich in Richtung Prinzessin begeben. Da unten war das irgendwo. Wo konnte ich hier runter? Da hinten konnte ich runter. Was ist hier unten? Da geht es in den Teil der Stadt, da waren wir aber schon, ne? Ja, da waren wir schon, das war hier mit dem Dock und dem Hafen. Hier müssen wir irgendwie durch. Hier soll sich irgendwo die Prinzessin aufhalten. Im Untergrund scheinbar, ne? Also hier sind so viele Gänge, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah, hier vorne ist was. Ach, und Heinlein ist auch hier. Hallöchen. Ah, ich schätze schon, ich schätze, der Widerstand hat schon bessere Tage gesehen. Varan ist hier. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Wir sind es nur sehr, ich meine, Varan, das sind die Leute, die uns helfen wollen. Helfen? Wer von euch ist der Anführer? Alle gucken auf Glenn. Glenn, dein Auftritt. Was? Kommt zum Punkt. Was wollt ihr? Wir sind hier, um mit Amalia zu sprechen. Amalia? Die Prinzessin? Ich weiß nicht, wie ich euch da helfen kann.
Unser Ziel ist es, das Grand Grimoire zu vernichten und die Terrorherrschaft ein Ende zu setzen. Ja, wie naiv. Für solche Worte werdet ihr hier gehängt. Ihr könnt uns vertrauen. Trauen? Das ist dein Argument. Du bist der dämlichste Anführer, den ich je gesehen habe. Verdammt seist du, Heinlein. Du faselst von Hilfe und bringst meinen alten Mann, ein paar Frauen und Kinder. Faran, wir fliegen unter der Flagge Lady Brans. Wir sind nicht viele, doch wir haben mehr zu bieten, als ihr hier sehen könnt. Der Junge bietet Pathos und ihr Beleidigungen? Was soll das alles? Seht euch um. Wen versucht ihr mit eurer Vorsicht hier zu beschützen? Glaubt ihr, euer Versteckspiel wird euch vor Tarin retten? Wenn wir hier an der Seite Tarin stünden, hätten wir schon jeden von euch getötet und uns die Diskussion erspart. Wir haben ein Luftschiff und 4 Himmelsrüstungen. Diese Kinder und Frauen, wie ihr sie nennt, sind fähige Kämpfer. Wir wollen all das Amalia zur Verfügung stellen. Halt! Waffen weg, wir wissen genau, was ihr hier treibt. Blut und Pisse. Was für ein Wortwahl. Schlechtes Timing, eure Lüge ist enttarnt, während ihr hier sie noch erzählt. So ein Unsinn, wie du siehst, wollen die auch unsere Köpfe. Ihr werdet wohl Gewalt anwenden müssen. Und da geraten wir in den Kampf. Gegen die Soldaten hier. Ein Schutzmagier und 2 Wachsoldaten. Ich würde mich, glaube ich, mal primär auf den Schutzmagier erstmal fokussieren. Dass wir den hier weggehauen bekommen, weil der ist, glaube ich, der gefährlichste. Der kann auch bestimmt Heilmagie und alles anwenden. Rüstungsbrecher. Und dann hier nochmal die Heilungshymne. Und dann hat der hier eine Schwäche gegen Dunkelheit. Das ist gut. Denn wir haben hier einen Dunkelspeer zur Auswahl. Ich kann den, glaube ich, hier ganz gut verletzen. So, dann mache ich hier nochmal Yukogiri. Schöne Attacke hier. Verwendung Heilung. Ja, genau, das habe ich nämlich vermutet hier. Unterangriff, sehr cool. Das mag ich, wenn das passiert. Kreuzhieb. So, der Magier ist weg. Wir haben noch 2 gestohlene Diamanten bekommen. Dann hauen wir uns hier noch eine TP-Generation rein. Sehr gut. Und Langfinger kommen wir nicht weiter, aber X-Hieb, damit kommen wir weiter. Dann bluten die hier auch. Den tausche ich mal ein. Gegen was sind die nochmal schwach? Gegen Erde. Ich habe leider nur diesen Einzelangriff, aber das reicht auch schon. Kreuzzieht gegen den unteren, dann ist der weg. Bam. Dann nochmal Yukogiri oder nee, Kesagiri. Gegen den da oben. Bam. Und Terra. Und da haben wir auch schon alle 3 besiegt hier. Und nochmal 8 FP erhalten. Sehr schön. Das war kurz und schmerzlos. Für uns jedenfalls. Vielleicht erfüllt das euch mich hiermit Vertrauen. Können wir ihn wirklich trauen, Heinlein? Aber natürlich, Faran. Ich sehe Unsicherheit und Angst in den Augen des Jungen. Aber das verleiht ihren Worten auch Wahrheit. Ich werde euch mal glauben. Danke. Ohne euch hätten sie uns getötet. Amalia ist nicht hier. Unser Widerstand wurde verraten. Wir wurden in Arkant überrascht. Eine Gruppe wurde getötet, die andere verhaftet. Wie hier sind die erbärmlichen Überbleibsel. Wisst ihr, wo sie jetzt ist? Sie wird in der Nähe einer Militärbasis bei Arkant gefangen gehalten. Dann lasst uns sofort aufbrechen. Um sie zu befreien? Wir müssen erst einmal die Situation vor Ort begutachten. Das könnt ihr nicht, nicht ohne uns. Was wäre das für eine Schande, Amalias Leben einfach Fremden anzuvertrauen, ohne selbst einen Finger zu rühren? Ihr wollt uns begleiten? Nun, was denkst du denn, Glenn? Wir brauchen eure Hilfe. Junge, du bist wirklich der Anführer? Verzeiht meine Worte. Wer bin ich, dass ich so rede?
Ich bin auch nicht der bestmöglichste Anführer und das projiziere ich jetzt wohl auf dich. Dann lasst uns mal aufbrechen. Ein Anführer sein. Kann ich das denn wirklich? Das muss man, glaube ich, ein bisschen lernen. Das ist nicht so leicht. So, da ist das ganze Camp hier geleert. Der wirklich klägliche Widerstand. Das waren ja noch nicht mal mehr ein Dutzend Männer und Frauen. Haben sich hier weit ja versteckt gehabt. Mehr in der Stadt können wir jetzt hier auch nicht mehr erledigen. Dann würde ich jetzt uns einfach mal sagen, dass wir jetzt erstmal zurückgehen. Ah, da haben wir noch Menschen. Kaum zu glauben, dass diese Stadt einst die tanzende Stadt genannt wurde. Ja, da hast du natürlich recht, ne? Waren wir hier oben schon? War ich hier noch gar nicht? Das kommt mir gar nicht bekannt vor hier. Ach, hier ist noch die Heldengilde. Was ist denn davon noch übrig? Okay, einfach gar nichts. Die ganze Heldengilde ist einfach komplett leer und verlassen. Niemand ist mehr hier. Keine Aufträge, kein gar nichts. Es wundert mich, dass wir überhaupt da reingehen dürfen. Okay. Da hängen wieder Leute. Eine Barbarei hier. Hier waren wir schon drin, ne? Ja. Oh je, oh je. Warte mal, wie ich da oben zu diesen Stadtteilen komme oder was das ist. Weiß ich gerade gar nicht, wie ich da hinkomme. Naja, gut. Wir können die Stadt dann auch verlassen, ne? Oje, oje. Was ist da nur los geschehen? Ja, ich würde sagen, wir retten die Prinzessin dann, glaube ich, nochmal komplett in der nächsten Folge, dass ich da nochmal zu der Dings rüberfahre. Da unten ist das, ne? Tatsächlich hier. Da müssen wir hin, die Fion-Oase. Da wird sie wohl festgehalten. Das ist das Dörfchen Basil. Aber ich würde, glaube ich, jetzt erstmal für die Folge nochmal zurück zu meiner Insel kehren. Insel der Einsiedler. Das Einsamen, wie hieß das nochmal? Und hier nochmal mit den neuen Leuten quatschen. Ne? Wir haben jetzt ja so viele Leute hier an Bord geholt. Ja, so ein kleines Status-Update hier mal, was denn hier los ist. Die Leute hier scheinen nicht genug Geld für meine Versicherung zu haben. Ich muss warten, bis dein Clan mehr Geld einbringt und im Clanrang aufsteigt. Okay. Sehen wir uns mal ein bisschen um, was wir hier alles machen können. Eine Katze haben wir auch. Sehr schön. Hier geht's nach draußen. Ach, guck mal, hier ist wieder der Oktopus hier. Der Pavel. Den hatten wir unten links in der Weltmap ja hier gefunden, südwestlich. Auf so einem kleinen Floß, wie er einfach seit Ewigkeiten da sitzt und angelt, ne? Hier ist es äußerst ruhig. Das gefällt mir. Ich fange ungefähr jede Stunde einen Gegenstand. Natürlich werde ich ihn mit dir teilen. Das habe ich bisher gefangen. Tarnleder? Das war's? Okay. Ich weiß halt auch nicht, ob der das aufspart. Also wenn wir 2 Stunden brauchen, ob er dort dann weitermacht oder so. Dann 2 Gegenstände kriegen. Hier ist leider nichts. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Hier sind ganz viele Betten. Hier ist ein großer Gemeinschaftsraum. Mit Schlafgelegenheiten. Hier ist eine Art kleine Küche. Hier sind unsere Himmelsrüstungen. Okay, die sind da geparkt. Ein bisschen Batman und linksmäßig. Wie hieß er nochmal hier? Der rot-goldene Superheld. Mit seiner Rüstung. Ich habe seinen Namen vergessen. Und der alte Bernd will hier noch irgendwie was Wertvolles finden. Ja, der müsste sich hier nach und nach eigentlich mal durchgraben, ne? Weil da hinten ist ja irgendwie was, ne? Da leuchtet was. Und eine Schatzkiste ist dort. Wen haben wir hier? Ach, Eddie, den einen, der von der Musik hier, von der Band. Es gibt nicht allzu viele Leute hier, die meiner Musik lauschen. Ja, ich frage mich, ob es die richtige Entscheidung war, deinem Clan beizutreten. Ja, gut. Ist euch aufgefallen, dass Rob uns nicht mehr so oft beleidigt wie früher? Es begann, als wir ihm bei der Rettung von Leni aus der Aurora helfen. Ja, das stimmt. Und hier soll noch eine Schatzkiste sein, sehe ich gerade. Ich habe hier irgendwo noch eine Schatzkiste übersehen. Ah, das ist wahrscheinlich die da oben. Das ist die, denke ich mal. Gehe ich fest von aus hier.
Also hier unten hatten wir, glaube ich, alles. Jetzt sind wir dann hier oben. Ich muss auch sagen, dieser Ort hier ist ziemlich verwirrend gebaut. Ne? Den haben wir hier. Hast du meine Dienste schon in Anspruch genommen? Wer warst du denn nochmal, Tela? In deinem Inventar siehst du Beispiele von Orten, an denen du mehr von einem bestimmten Gegenstand finden kannst. Okay. 1000 Ark kann ich neue Rekruten zusammentrommeln. Vorherige Hinweise, Teil 1. Welchen? Mensch im Sumpf. Ist das ein Mensch im Sumpf? Sie befinden sich im Waldgebiet der Blumenfelder von Perpetua. Also da ist noch jemand und wir könnten uns jetzt hier nochmal neue zusammensuchen. Was macht dieses menschliche Eis am Stiel auf dem Gipfel des höchsten Berges? Oh, komm, ich mach das nochmal. Mal schauen. Dieser Mann ist nicht seetauglich. Holt ihn von dieser Eiseninsel runter. Also da kriegen wir halt jeweils mal Hinweise, wo dann die weiteren Leute hier sind, die wir hier finden können und sollten. Ich glaube, ich würde es noch bis zu 4 Mal benutzen. Eigentlich habe ich keine Neuigkeiten für dich. Hol dir dein Geld zurück. Okay. Dann haben wir hier. Ach, der Schmied ist hier. Guck mal. Ich würde lieber in einer richtigen Schmiede arbeiten. Also brauchen wir ein paar neue Gebäude. Gibt in Valanis bestimmt genügend Bauarbeiter, die nach Arbeit suchen. Und hier können wir halt unsere Waffen und so halt aufwerten. Ne? Ohrlöffel, was können wir dafür machen? Und den werten wir mal auf hier, dass es noch besser ist. Das können wir auch machen hier. Doppelt verbessert. Und ich würde gerne nochmal aus ihrer Waffe die Sachen entfernen. Wo haben wir sie denn? Die Werte Lene. Müssen wir nochmal kurz schauen hier von Waffe entfernen. Geht das gar nicht? Habe ich da gar nichts drin? Scheinbar. Hier der Ohrlöffel. Doch, da haben wir noch Sachen drin. In der Partisane. Warum kann ich die denn nicht entfernen hier? Ach da, Partisane, da haben wir es. Haben wir die Steine wieder rausgeholt. Das finde ich auch ganz schön. Dann können wir sie wieder einsetzen. In den Ohrlöffel. Der hat Platz für bis zu 4 Stück. Bis zu 4 Stück. Was haben wir denn da? Erhöht den Angriff? Ja, eigentlich eher müssten wir sowas suchen für Magie, ne? Oder kritischen Schaden, das ist eigentlich auch ganz nett. LP erhöhen. Magie erhöhen wäre was Schönes, ne? Aber da haben wir leider gerade nichts Gutes. Ich kann mal kurz gucken, ob ich die beiden Sachen da verbinden kann. Die beiden Magiesachen hier. Stufe 4 ist vielleicht besser. Magie erhöhen. Ne, immer noch 10. Nein, das bringt mir dann nichts. Ich will mal eben kurz gucken. Speer, ist das ein Speer? Ein Speer eigentlich noch, was sie hat, ne? Erhöht den Schaden beim Tragen dieses Ausrüstungsgegenstands um 10. Kostet wie viel? 3. War schon sehr viel. Etwas Besseres hier finden. Konterheilung. Prozent. 10% der maximalen LP. Okay. Aura zu Beginn eines Kampfes. Weiß ich gerade nicht, was das genau ist. LP-Verlust. Entzieht dem Gegner mit jedem Treffer LP. Das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Können wir eigentlich mal machen. Mit dem Ohrlöffel. So, dann nehmen wir den nochmal. Haben noch Platz für 3. Unterheilung. SOS-Abwehr. Ultra-Move wird schneller aufgeladen. Mit einer Elementarschwäche getroffen, füllt sich die Ultra-Move-Anzeige 3-mal schneller. Das ist mit ihr eigentlich richtig gut, weil die benutzen wir richtig häufig dafür. Das machen wir. So, Rüstungen. Haben wir hier noch irgendwie was Gutes, was wir hier verbessern müssten? Gefühlt nicht, ne? Ein bisschen hier Schmiederei am Ende. Glenn, hast du noch irgendwie was Besseres? Schuppenpanzer. Den hätten wir noch zur Auswahl hier. Drachenrüstung. Hier wird's aber episch hier. Er kann die Rüstungen tragen unter anderem. Kriegt dann aber weniger TP.
Aber ich glaube, die gebe ich ihm mal. Da haben wir auch einen besseren Lederbrustpanzer. Abenteurerweste. Bisschen weniger Lebenspunkte, aber in allen anderen Bereichen mehr Punkte. Also von daher brauchen wir da gar nicht drüber reden, was wir dann nehmen. So. Dann können wir nochmal mit dem Schmied hier sprechen und nochmal hier Rüstungen, Sachen rausreißen. Und dann nochmal eine Rüstung einsetzen hier. Lederbrustpanzer. Da ist natürlich leider nicht so viel Platz drin. Oder wir müssten den halt noch verbessern, ne? Rüstungen aufwerten. Wir haben auch noch nicht so viel hier, ne? Uns fehlen leider elastische Flügel für die eine Sache. Sachenrüstung verbessern wir auch mal soweit. Elastische Flügel brauche ich hier, ich sehe es schon. Die Kettenrüstung von ihm hier, von Kilian, weiß ich nicht. Lasse ich jetzt erstmal so. Weil wir wissen halt leider nicht, wo der jetzt abgeblieben ist und alles, ne? So, und dann in Rüstungen einsetzen. Jeder Brustpanzer, dann auch einige Punkte hier. Angriff erhöht. Machen wir mal. Und was machen wir da noch? Irgendwas Schönes hier. Crit erhöht. Crit erhöht. Machen wir mal rein. Kritischen Schaden erhöhen ist eigentlich immer eine gute Sache, finde ich. Oder auch eine kritische Trefferchance. Bei ihm hier muss ich mal gucken. Zieht dem Gegner LP. Wäre natürlich auch nicht so schlecht, ne? Nicht genug. Mehr Funde. Finde ich auch nett. Machen wir mal in seine Drachenrüstung rein. Aber dann hat er jetzt ja noch ein bisschen mehr Angriff und Co. oder so, ne? Kritischen Schaden erhöht. Aber wenn wir mal kritischen Schaden machen, dann, ne? Oder hier noch alles. TP erhalten nach Kill, ja auch ganz nett. Körperlicher Angriffskonter, LP 10, Chance 30. Unter Heilung. Konterangriff fände ich besser. Fände ich cooler. Haben wir aber leider nicht. Ultra-Move-Anzeige wird zweimal schneller aufgefüllt. Dann bauen wir jetzt einfach ein, das passt dann schon. Er hat noch eine Abenteurerweste, da hat er noch Platz für was. Machen wir mal Konterheilung. So, da haben wir alle für alle was. Mit den Waffen haben wir auch was. Sie haben wir jetzt ja auch soweit genutzt. Also ich gucke nochmal kurz. Wir haben jetzt hier Teil 1, haben wir hier den Menschen im Sumpf. Dann haben wir hier Eis am Stiel. Menschlicher Eis am Stiel auf dem Gipfel des höchsten Berges. Also auf irgendeinem Berg oben sitzt ein Mensch. Okay. Und dann haben wir hier... Ne, ich wollte noch einmal den einen anderen angucken hier. Den einen auf der Eiseninsel, ne? Wenn man ist nicht seetauglich. Okay, bin ich mal gespannt, du. Bin ich mal gespannt, was wir da so machen. Ansonsten muss ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Ich kann gerne nochmal die ganze Insel hier angucken, wie weit wir jetzt hier eigentlich auch sind und so. Sieht auf jeden Fall schon mal ordentlicher aus. Wir haben auch mittlerweile überall hier schöne große Räume. Alles ein bisschen eingerichtet und so, ne? Das ist erst der Anfang, Glenn. Von jetzt an werden wir Valanis zurückerobern. Ich bin mir sicher. Also hier stehen auch unsere Helden unter anderem rum. Ich habe jetzt aber auch nicht alle gefunden, ne? So Glenn und so weiter. Wo sind die ganzen Chaoten hier? Da waren wir schon. Hier oben vielleicht noch. Diese große Tafelrunde. Ach, guck mal, hier stehen noch zwei. Victor darf den Grund noch nicht verraten, aber eines Tages wirst du es verstehen. Danke, dass du mir vertraust, Glenn. Ja, stimmt, die hatten ja irgendwie ein Geheimnis. Die wussten ja auch irgendwie, warum irgendeine komische Stimme mit uns spricht und so, ne? Das wussten die ja alles. Da waren wir auch so ein bisschen irritiert, aber die wissen auf jeden Fall ein bisschen mehr, als sie bisher aktuell zugegeben haben. Hier stehen mittlerweile auch immer noch mehr Kisten und so rum. Also die
Insel wächst auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir auch irgendwann bald dann auch Gebäude hier stehen haben und so. Hier ist Rob. Auf dieser Insel wachsen Pilze, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Vielleicht kann ich damit einen neuen Trank herstellen. Ja, dann probier das doch mal. Ach, und hier ist Haku. Diese Insel ist großartig. Wenn du mir die Männer besorgst, baue ich vielleicht einen kleinen Hafen für unsere Luftschiffe. Crazy. Hier sind wir Tomke. Ach, diese angenehme Meeresbrise. Ich liebe sie. Aber wo zum Anker bin ich? Das freut mich auch. Auf der einsamen Insel bist du. Auf der ganz einsamen Insel. Okay, das war also alles hier. So viel ist noch nicht passiert hier mit unseren Neuzugängen. Nur, dass wir jetzt einen Schmied haben und den Versicherungsvertreter. Aber würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten, in der nächsten Folge dann hier, beim nächsten Mal. Definitiv, wo komme ich nochmal zur Karte? Da komme ich zur Karte. Gehen wir auf jeden Fall hier nochmal zu dem einen Ort, wo wir sie dann retten müssen. Die werte Prinzessin Amalia, da müssen wir hin. Wir retten, werden sie retten, denke ich mal. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Und ciao, ciao.